Ahoi meine Lieben, ich bin's wieder, Bea, und ich backe mit euch heute einen Blaubeermuffin mit Schokocreme. Klingt alles wahnsinnig schlecht für die Figur, ist es aber nicht, weil wir das heute mal zuckerreduziert machen. Und dazu braucht ihr für die Muffins Kokosöl, Backpulver, Salz, Kokosmehl, Eier, Vanille, Zimt, Joghurt, Blaubeeren, Birkenzucker. Für die Schokocreme braucht ihr Schokolade, Kakaopulver, Ahornsirup, Avocados und Kokoschips. Wir nehmen also erstmal den Zucker und den Joghurt. Dazu nehmen wir ein bisschen Zimt, ganz klein bisschen. Dazu kommt dann noch Vanille, eine ganz kleine Prise Salz und die Eier. Und das schlagen wir dann auf. Ganz wichtig, immer wenn ihr was Süßes macht, eine ganz kleine Prise Salz mit dran machen. Vor allem, wenn ihr zuckerreduziert arbeitet, weil Salz hilft, dass Zucker ein bisschen mehr nach vorne kommt. Also merkt euch einfach, immer wenn ihr backt, kleine Prise Salz hilft immer. Als nächstes kommen die Eier. Die Eier, den Zucker und die Gewürze schlagen wir jetzt auf. Das Aufschlagen ist deswegen wichtig. Erstmal, damit sich der Zucker ein bisschen auflöst, dann wird der Teig ein bisschen geschmeidiger. Vor allem aber kreieren wir dadurch Volumen. Das ist unser Trägergerüst, damit die Muffins nachher auch schön fluffig werden. Also einfach schön fluffig alles aufschlagen. Das Ganze ist dann fertig aufgeschlagen, wenn ihr einmal reinfasst, dass du zwischen den Fingern reibt und keine Zuckerkristalle mehr spürt. Dann ist alles super. Dann wird der Teig auch hinterher ganz schön geschmeidig, weich, samtig. Als nächstes kommt jetzt dazu Kokosmehl, Backpulver und ein klein bisschen Kokosöl. Das heben wir jetzt aber nur noch mit dem Teigschaber unter. Dann wird der Teig auch noch mal ein bisschen geschmeidiger. Dann wird er nicht so klebrig. Ganz wichtig, Kokosmehl hat immer unterschiedliche Saugeigenschaften. Da müsst ihr immer ein bisschen schauen. Macht nicht gleich am Anfang alles mit rein. Der Teig soll richtig schön fluffig sein und noch halbwegs vom Löffel runterkommen. Immer erstmal nur die Hälfte vom Mehl ungefähr verwenden. Das Ganze schön miteinander verrühren. Und wenn ihr dann seht, dass das zu flüssig ist, dann nach und nach das Mehl dazugeben, kurz quellen lassen und dann weitermachen, bis der Teig richtig schön geschmeidig ist. Als allerletztes heben wir jetzt ganz vorsichtig die Blaubeeren unter. Das machen wir auch nur mit dem Teigschaber. Bevor wir das aber machen, lösen wir schon mal die Schokolade auf. Das mache ich einfach im Ofen. Braucht man gar kein Wasserbad. Einfach reinstellen. In der Schüssel. Jetzt heben wir die Blaubeeren unter. Ganz wichtig, wie gesagt, einfach nur mit dem Löffel. Die sollen ja nicht zerquetscht werden, die sollen ja ganz bleiben. Einfach so ein paar mit unterheben. Wenn ihr viele Blaubeeren mögt, nehmt ihr viele. Ich finde es immer ganz schön, noch ein paar aufzuheben hinterher für die Dekoration. Den Teig fülle ich jetzt einfach mit 2 Esslöffeln im Muffinförmchen um. Das Ganze kommt für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Dadurch, dass wir jetzt mit Kokosmehl gearbeitet haben, brauchen wir von Natur aus schon weniger Zucker, weil Kokosmehl von Natur aus ja schon süßlich ist. Probiert es also einfach mal aus. Einfach 2 Esslöffel nehmen und das Ganze in Förmchen füllen. Da wir recht viele Eier haben, ist wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Förmchen nicht zu voll macht, sonst schlupft euch das Ganze komplett über den Rand. Das Ganze stellen wir jetzt in den Ofen, 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad. Und das Schöne ist, in der kurzen Zeit, in der wir die Förmchen befüllt haben, ist unsere Schokolade für die Schokocreme auch schon komplett vollständig geschmolzen. Haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die nehmen wir raus. Das hier auch. Während unsere Muffins jetzt im Ofen sind, machen wir uns an die Schokocreme. Auch zuckerreduziert, trotzdem wahnsinnig lecker. Und das Schöne ist, die kann man gerne ein bisschen auf Vorrat produzieren und einfach in der Schüssel im Kühlschrank haben. Wir nutzen sie heute als Topping. Ich habe sie ganz gerne auch als Schokopudding-Ersatz. Die Schokolade einmal kontrollieren, ob die auch wirklich komplett aufgelöst ist. Wenn dann noch so ein paar kleine Stückchen drin sind, einfach einmal kurz umrühren. In der Resthitze schmilzt dann auch automatisch der ganze Rest. Die Basis dieser Schokocreme sind Avocados. Was super praktisch ist, weil die von Natur aus schon Fett mitbringen. Achtet also darauf, wenn ihr die kauft, dass sie wirklich schön weich und reif sind, damit das auch eine richtig schöne Creme wird. Avocados machen wir einfach auf, kühlen die aus. Fruchtfleisch kommt in eine große Schüssel.
Avocados haben wir ausgehöhlt. Dazu kommt jetzt Kakaopulver und die geschmolzene Schokolade. Und das wird einfach nur püriert. Ihr seht, es ist super easy einfach. Beim Kakaopulver darauf achten, dass ihr sogenanntes entöltes Kakaopulver nehmt, also Backkakao, weil der von Natur aus nicht gesüßt ist. Dann hat man so ein richtig schönes schokoladiges Aroma schon von Grund auf da drin. Das Ganze pürieren wir einfach so lange, bis das eine richtig schöne, homogene, gleichmäßige Masse geworden ist. Das haben wir jetzt richtig schön durchpüriert. Das ist so eine richtig schöne, gleichmäßige, cremige Masse geworden. Das sieht sogar auch schon richtig schön fluffig cremig aus. Ich mag das so. So habe ich das im Kühlschrank. Super. Bisschen Ahornsirup reingemacht. Könnt ihr auch ganz weglassen. Macht halt nicht zu viel, weil durch die Schokolade an solches habt ihr ja schon einfach Grundsüße drin. Einfach nochmal alles schön mit dem Löffel dann einfach nur noch umrühren, dass sich das alles schön verteilt. Und fertig ist die Schokocreme. Dann warten wir nur noch, bis unsere Muffins fertig sind, lassen die kurz ein bisschen abkühlen und packen das Ganze als Topping da drauf. Die Muffins sind fertig und ich zeige euch jetzt, wie ihr das testen könnt, ohne dass ihr ein Holzstäbchen reinsteckt. Und zwar einfach, indem ihr an den Ofen geht und mit dem Finger raufdrückt. Einfach bei 2, 3 verschiedenen raufdrücken. Wenn der Finger schön nachfedert, sind sie genau richtig, bleibt der Fingerabdruck noch drin, lasst sie noch 2, 3 Minuten nachziehen. So einfach ist das. Muffins fertig, die nehmen wir jetzt auch raus, lassen sie abkühlen und dann werden sie verziert. Unsere Muffins sind abgekühlt. Was jetzt passiert, könnt ihr euch denken, wir schmieren da ein bisschen was von der Creme drauf. Beim Verzieren könnt ihr natürlich machen, was ihr möchtet. Ich persönlich finde das zum Beispiel immer ganz schön, weil wir mit dem Kokosmehl gearbeitet haben und dem Kokosöl noch so ein paar Chips einfach drauf zu legen. Wer das nicht mag, der lässt das einfach. Das ist ja das Schöne. Man kann da einfach dran rumspielen. Das war's auch schon für heute. Fertig ist das Ganze. Zuckerreduzierte Blaubeermuffins mit Schokocreme. Ist nicht nur einfach, es kann auch lecker sein. Probiert's einfach mal aus. Da findet ihr noch mehr Rezepte. Blaubeermuffins mit Schokocreme stehen da natürlich auch drin. Das war's. Ich esse den jetzt auf. Bis zum nächsten Mal. Super.